Tag und herzlich willkommen zurück zu Jenseits. Das ist, und ist der Tobi oben nicht und wir sind voll dabei. Hallo. Ja, heute würde ich vorweg schon mal sagen, also dass wir kurz was vielleicht einleitend sagen sollten zum Thema, weil heute wird es nicht so ein super spektakuläres, also es wird einerseits nicht so ein super spektakuläres Video, weil es wahrscheinlich einfach nicht so viele tolle neue Effekte oder Mechaniken oder gar neue Schiffe gibt, aber es wird ein extrem spektakuläres Video dafür, was an Technologie gezeigt wird. Weil das halt Technik ist, die im Hintergrund, also im Backend von dem Spiel laufen wird, die es so noch in keinem Spiel bisher gibt. Und das ist nur der erste Schritt, von dem sie heute reden. Das Endprodukt wird dann was viel Extremeres. Also ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, weil wir gucken, ich weiß ja auch nicht, was drin vorkommt, aber ich weiß, worum es geht, nämlich um die Persistence. Steht ja oben auch, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja, genau. Also ja, also ich bin von, also ich bin gespannt drauf, aber ich gehe genauso wie du davon aus, dass es nichts super krasses ist, wo wir jetzt alle sagen, boah, geil. Ich kann mich aber auch komplett irren, weil sie jetzt heute Sachen zeigen, an die noch keiner gedacht hat. Irgendwie sowas. Ich denk mal, wenn du ein Fan vom Projekt sowieso schon bist, dann würdest du dich ziemlich hypen. Aber wenn du jetzt zum ersten Mal was von Star Citizen siehst, wirst du denken, warum muss ich mir den Uni-Vortrag hier anhören? Weil das ist nicht sehr interessant, glaube ich, für denjenigen dann. Außer du verstehst wirklich, was das bedeutet, was es. Also wenn du dich für Spielentwicklung interessierst, wiederum ist es was extrem Interessantes auch. Aber an denjenigen mit dem Uni-Vortrag, der kann gerne nochmal auf mich zukommen. Dann gucken wir uns nochmal gemeinsam die CitizenCon von letzten Jahr an, wo selbst wir hier saßen und einfach nur noch Quatsch gemacht haben und nicht mehr zugehört haben. Ja. Das, es geht auch diesmal 14 Minuten, also die haben viel zu sagen dazu. Okay. Üblich. Wahrscheinlich wird der, nicht der Todd-Papi, der andere. Wer ist denn jetzt nochmal? Der Tony. Namen habe ich keine Ahnung. Ich freue mich, dass ich deinen Namen kenne. So, und deswegen. Stimmt. Alles klar. Ja, wie immer, wir am Anfang hören wir eigentlich nur mit zu. Ja? Außer vielleicht bei dem Thema kann man vielleicht immer mal reingrätschen oder so, müssen wir mal gucken. Aber im Normalfall hören wir immer zu und am Ende reden wir nochmal über alles. Genau, so machen wir es. Dann trinke ich mein Karamals. Prost. Los geht's. Ja, ich mache mal einen Schluck. Lecker Wasser. So. Los geht's. Let's go. Hi. Hey all, Space Dad here, coming to you from a secret facility that we'll be talking more about next quarter. Now, Alpha 318 has a whole lot of features that players have been anxious for updates on. And while we'll get to all of them like we always do before this quarter is out, we wanted to take this week's show and slow things down a bit for an uninterrupted, unabridged chat about persistent entity streaming. What it is, how it's been going, where it's at now, and what's coming up next. And we'll get back to our normal features next week, but for now, please join me in welcoming Benoit Beauséjour, CTO of our partners at Turbulent, for what we're calling our very first PES report. So, Benoit, welcome back to ISC. To start things off, give us a nickel version of what persistent entity streaming is. It's a persistent entity streaming is a system that allows us to persist the entire game world and restore it from disk so that it's never lost and changes from players are meaningful. And what's that look like to the player? How will players know if PES is working or not? They're going to know because every time they come back to the same server, the state will be the same. So if you leave a ship, a can, or any kind of items in the world, it'll stay there. You blow up a door, it'll be blown on that server forever. But part of this is something that cleans up the junk afterwards, right? Yeah, some items will be covered under lifecycle management, which they'll get recycled, right? Because obviously we need some kind of janitorial system behind the scenes. But there also are discussions about gameplay to do that, to help players, to get players to help us clean up the game world. But yes, that's a new avenue that persistent entity streaming opens up. All right, so we brought everyone up to speed on what PES is. Let's get to the updates. Now, last time we heard anything was from Chris's letter from the chairman back in May, where we'd just dropped something on the ground, shut the servers down, brought the servers back up, and it was still there. What's happened in the last 3 months? The team, which is a fairly large team at this point, has been working really hard to get our first stage delivery to what we call game dev, which is our main branch. What that means is we've moved from a prototypical work branch
into what everybody in the company is using to develop the game. And so that's the big achievement, is now the technology is in the game dev branch. So everybody is using it in day-to-day, day in, day out, testing. So all the bugs appear, they're right in our faces. We fix them right away. It's been a bit of a crazy time. But that's the big achievement in the last three months, is that we've stabilized the technology enough so that the entire company can now be working on it. Define crazy. Define crazy, everything being on fire. This technology touches on every subsystem in the game. So transit was busted, stuff was persisting in the wrong locations. You couldn't log into the game because obviously with PES comes a new login flow to get players into the game, because we need to bring your items into a new database. So that entire system was also rocky to get in, because there's a lot of cases to deal with, like timeouts, if you have too many items, what happens if you have too many items, and dealing with all the different stages of the login, from authentication to you being actually spawning in the game. And so it's been a lot of debugging, encountering issues on different types of machines, because when we start, all the developers have some pretty good machines on those feature branches. But when we move to game dev, now we're exposed to all kinds of different hardware, and timing issues occur. Those are the weird ones to find. They're really difficult to trace, in fact. But so that's been the craziness, is getting exposed to way more machine types or users as well, right? The game requires a lot of resources to run when we develop locally, and so sometimes one service doesn't start on somebody's machine, and that causes all these crashes to start being reported, and now we have to investigate them. And so that's been a bit of it's the real-time effect that makes it crazy. It's like, it's not, we're not making technology in a bubble anymore where everybody's using it, and so that makes it really, really difficult to follow. But it's been fun finally get the technology in the hands of people that can really adjust it for the game and for the players. And so that's been fantastic. So that's been the last couple months, but where are we at right now? So right now on the technology side, we're in bug fixing mode, right? And identifying the elements that are left that we are still, rough around the edges. So I don't want to call it polish. It's really bug fixing, bug testing, stabilization. Stabilization is the right word. That's what we're doing right now. So it's feature parity and making sure everything works the way it should. On the other side, there's a new team that's kicking in work, which is deployment teams, right? So this is taking the technology that we have working on a game dev build and locally, and basically breaking it up into a lot of small services that run in the cloud. So the operationalization of the technology, that's what we're really focusing on now. It's like a dependent project, right? So this allows us to basically bring the game to you guys. That's where we can do PTU. So PTU is a lot larger than a developer running the game on his machine. Even though there's tons of services when we go to the cloud, we've got operators that deploy that on multiple machines and scale this out. This is made to scale. So now it's about testing that's true. So we've got the technology is working. Now we're trying to scale it out to the cloud, see how many users we can get in there, the weight of the entities, how many entities we end up having in the databases, can they reload fast enough? Testing all of the facets of the assumptions that we had, but really getting this technology ready to be deployed for our players to play on. Has the recent change in server player counts had any effect on PES testing or its development? Well, at first we thought it was going to have an effect, but the reality is the same amount of entities get stored, whether 100 players are simulated or 50. So no, for the moment, there is no side effect to having more player caps, because obviously there's more entities being changed, but ultimately for the same amount of players online, whether they're divided on 50, 100 players per server doesn't change anything for PES. Great. Awesome. But what's next? Where do we go from here? It's a straight line to deployment, right? That's the only thing that matters right now is to make sure that the technology can run in the cloud properly, that it scales out, that if we have more players coming in, either in a short period of time or in a long period of time, that we can, add more
provisioning at more machines to run it, making sure it operates well at scale. So when, you know, all of you guys are online to make sure that everything's functioning properly, that we recover from errors. This tech comes with a lot more observability than the previous systems that we had. So we have tons of graphs and like data that's coming in from the system operating. We're, you know, the teams need to get used to this to be able to identify problems, to be able to help support. We have a bunch of new tools that we're also working in the last stretch here to allow game support to help players that have issues. Character repair is something that we're starting to work on. Mind the word here is not character reset, but character repair, which is something that we can now do that we could not do before. So that will allow us to not, you know, just destroy people's inventories and items, but really go and fix one issue on so that they can keep playing. So we're trying to get that in before we launch it, because we think that would be very beneficial for if there are corruption events again. We're trying to, the technology is made to not have those, but like, better safe than sorry. But so that's really the work now, is login flow and PES is just stabilization and deployment so that we can launch it. So it's beeline for 3.18 is all, it's like we're banging on it until it gets in properly. Now, I know we don't like to do dates, but we got a whole lot of player testers waiting to help bang on the pipes. You wanna forecast anything? Oh, no, I'm not even going to try to gamble on that one. I mean, we have it running in the cloud. It's running, right? But, you know, before we're comfortable not sending the ETF team into a, you know, just fire drill, that's going to be, you know, there's a big difference between testers, internal testers, developers using the system, and when we get real users on it, it's completely, completely different, right? And so it's hard to say for me, like, I don't want to forecast it. That's fair. Now, before we let you go, I want to reiterate that PES isn't a traditional feature like players are used to. When it works, Star Citizen isn't going to look any different. It'll just be another step closer to functioning like we've always intended to. It's a major step forward in stability when all is said and done. Yeah, you know, I'm not saying we're not going to have wipes anymore, because there's always data changes that will require us to do that. But we're really hoping that the technology will allow us to have consistent data, which we don't always have right now. You know, every player has had horror stories of, so, you know, how they're, you know, losing their Mobi glass or their eyes. which is, incidentally, one thing I discovered in this project is that if you don't have eyes, you don't see markers in your visor. That's an interesting one. So trying to make sure that the data's, you know, the technology will make sure that the data is safe and sound. So obviously less corruption. So that's the first thing we expect. Second one, stuff will persist. And to be honest, at this time, we don't totally know what that's going to mean when we put real players in it, right? So right. We do have lifecycle systems and cleanups and all that stuff. Yes, we've planned for that, but we don't yet know what you guys will do with it. And that will greatly affect how the technology functions, right, in the end. So that's going to be interesting to see. So as a player, stuff you put on one server will stay there, right? It's there until that server gets, you know, wiped manually. But by default, every server will just persist, you know? Like you said, it's a stepping stone technology. Really what this means is behind the scenes, the simulation and the replication of the game. So simulation is the stuff that runs the physics and the rendering and the AI, right, is one thing. And the replication, which is sending updates and the state of all these entities as they're being simulated. This used to be like this, right? And now with PES and the game server, this is split into two. And that's the big achievement that PES allows us to do. Yes, we get persistent state. That's awesome. That's great. But the real thing is that we separate simulation from replication, and that allows us to do server meshing after that. And that's the reason why we're doing this. All right, last question then. How do you feel? Good. I feel good, tired, but you know, we're in the home stretch, so I'm happy. I'm happy about where we are. I'm happy that the company now can use the technology and see what it's like to persist everything. I mean, our dev servers are now littered with, you know, stuff playing around
which is cool. But I feel good. I feel encouraged. Also stressed out because like we need to scale it, right? So that's the it's that 10% that takes 90% of the time, right? So that's the effect I'm a bit stressed out for, but it's okay. I feel good about it. All right, Benoit, thank you for your time, man. Thank you, man. So, what did we learn this week? Well, hopefully, it's that persistent entity streaming may not be the most visual of features, but it is the next big step in realizing a universe where players can truly leave their mark. The last major milestone that'll make server meshing possible, and that it's still heading your way in the upcoming Alpha 318. Now, thank you for taking this ISC detour with us this week, but don't worry, we've still got 4 more episodes left this quarter where we'll be covering things like hull stripping, cargo refactor, the new 600i and MSR crash lights, and more, as well as meeting the performance capture team and exploring their new facility next door. And then maybe we'll stop by. His people are talking to my people. We'll see what we can make happen. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Okay. Ging dann doch recht schnell rum. Ich hätte mir hier was gewünscht. Oh, warte ganz kurz. Ja. Ja. Ich hätte mir hier echt was gewünscht. Mhm. Dass das an einem Freitag kommt, weil das Thema ist so groß, da hätte man auch ganz locker eine Stunde drüber reden können. Ohne das Format, dass es auffällt. So. Format ist ja auch das gleiche im Prinzip, dieses eher Interview-Format mit zwei, also wie bei einem Zoom-Meeting oder so halt. Ja, genau. Das stimmt. Das hätte ich mir echt an einem Freitag gewünscht, weil das Thema ist für Leute, die es interessiert. Inside Star Citizen ist da, glaube ich, nicht das richtige, der richtige Ansprechpartner, nenne ich es jetzt einfach mal. Weil Leute, die mehr wissen wollen, die gucken sich die Freitagsdinger eh an. Und das ist mehr wissen wollen. Das ist was sehr, sehr tief reingeht und wo jetzt wahrscheinlich 90% der Leute, die Inside Star Citizen gerade gesehen haben, nicht wissen, was sie davon erstmal überhaupt halten sollen. Weil die gar nicht, die wollen das Spiel spielen, die wollen sehen, was gibt's Neues, was kommt bald raus. Aber nicht, was läuft im Backend. Und ich glaube, das wäre ein Thema gewesen, was für freitags sehr, sehr viel cooler gewesen wäre, weil das auch nicht so durchgerusht wäre dann. Nein, wobei ich glaube, also was halt gut sein kann, ist, dass sie tatsächlich einfach nicht mehr zu sagen hatten. Aber dann hätten sie es trotzdem noch auf den Freitag legen können, hätten sagen können, heute reden wir über Persistent Entity Streaming, wo es jetzt ist und dann vielleicht noch über die Schritte, wo es in einem Jahr oder in 10 Jahren oder wo sein kann. Genau. Also dann hätten sie es strecken können halt vom Content her und hätten halt den Teil als den ersten von 3 oder 4 Teilen in der einen Stunde nehmen können, das stimmt. Ja, hätte ich besser gefunden. Das ist richtig. Aber vielleicht hatten sie auch einfach nicht viel mehr, worüber sie generell in dem Quartal noch reden können. Ich meine, er sagt jetzt, was alles noch kommt. Ist ja ganz interessant auch, aber also es ist besser als nichts, sagen wir so. Ja. Und vielleicht haben sie was ganz Wichtiges. Ich glaube, die hatten auch irgendein Question-and-Answers-Ding wieder jetzt am Freitag. Also vielleicht hat sich das auch einfach von der Planung her überschnitten. Ah, das kann sein. Das kann sein. Jedenfalls, wir können jetzt nicht viel durchspielen, weil da gibt es nicht viel zu sehen. Nee. Außer ein paar lustige Einschnitte. Da hat der Typ wenigstens, hat der noch Spaß gehabt, der immer mal die ISC-Videos macht mit seinen kleinen Ideen, was man alles so durcheinander bringen kann. Mhm. Die erste Reaktion, glaube ich, die ich bei uns beiden gesehen habe, war, als er gesagt hat, sie sind schon am Bugfixen im Prinzip. Das ist das, wo sie im Moment sind. Da haben wir beide so gemacht. So. Und ich glaube, Mabu hat auch im Chat geschrieben. Ja, genau, das klingt so, als wären sie schon ziemlich weit. Und das finde ich auch beeindruckend. Ich meine, er hat recht, er hat das am Schluss gesagt. Die letzten 10% brauchen halt leider auch 90% der Zeit. Aber das ist schon immerhin schon 90% erledigt. Das ist und Jared hat jetzt auch nochmal gesagt, und das kommt auch mit 3.18. Also sie haben jetzt nicht vor, das zu verschieben, sondern solange nichts katastrophal schief geht, wird es im nächsten Patch drinne sein. Ja, und sie haben das zeigt das halt ganz gut, ne? Dass sie am Bugfixen sind. Das heißt eigentlich, okay, sie könnten sie jetzt morgen raushauen, es wäre halt dann katastrophal schlimm. Ja? Ja. Aber sie könnten es schon raus, also es ist fertig. Er hat es ja selbst gesagt, es ist fertig. Es muss jetzt halt getestet werden und es wird halt in einem Maße getestet, der, wie er auch selbst gesagt hat, nicht relevant ist eigentlich, wenn man es mal ganz ehrlich nimmt. Was machen Spieler? Spieler machen genau das, was man in diesem einen Einspieler gesehen hat. Die füllen eine komplette Cave mit den komischen Pinguinen oder mit den Walen oder mit sonst irgendwas. Wird eine komplette Höhle gefüllt und dann wird immer wieder dahin geflogen und dann ist das den hier Schrein von denen oder sonst irgendwas.
Das wird passieren. Und den Satz, den der Mabu da geschrieben hatte, mit dass die Griefer die besten Beta-Tester für das Ding sind, das ist tatsächlich so. Ja. Das ist definitiv so, weil du musst dir vorstellen, Leute wollen das Spiel kaputt machen und die werden es hinkriegen oder eben nicht hinkriegen. Und das ist das, was da halt irgendwie, Mina, vielen, vielen Dank, das ist das Einzige, was da noch eine Rolle spielt. Kriegen die Spieler das Ding schnell kaputt oder nicht? Wobei, ich glaube, so wie er das gesagt hat, sind sie im Moment noch in der Phase kurz davor. Also das, wo sie merken, es gibt noch Probleme mit zum Beispiel dem Login-Flow, ja, oder sowas. Also Sachen, wo Spieler noch gar nicht wirklich mit zu tun haben, sondern wo sie merken, wir haben generelle Probleme mit den Zusammenhängen zwischen den Systemen. Ja. Wir können es noch nicht deployen, sodass Spieler drauf können und es testen können. Soweit sind sie noch nicht. Ja. Ich glaube, das ist das, was sie jetzt erstmal machen. Und dann danach kommt es ja aufs PTU und dann wirst du sehen, dann machen die Spieler erstmal viel kaputt und dann sind es ja auch nur wenig Spieler. Wobei, das finde ich auch interessant, da hat er ja recht. Es ist eigentlich egal, wie viele Spieler es sind. Weil du kannst einen Spieler auf den Server machen, wenn du dem genug Zeit gibst, dann müllt er den ganzen Planeten voll oder du lässt halt 100 Leute drauf. Die machen den Planeten schneller voll, aber die Simulation an sich dafür ist gleich viel Arbeit sozusagen für die Server. Deswegen ist es ganz cool, dass es davon schon mal entkoppelt ist. 100 Leute genau auf einem Fleck. So, und die werfen. Ja, aber selbst dann, es geht ja nur um die Entität. Das ist die Simulation. Das ist auch ganz cool, das hat er auch ganz gut erklärt. Die sind ja vorher, im Moment sind die noch so miteinander vernetzt. Mhm. Warum sie das ja trennen wollen zu Persistence Entity Streaming und die Simulation getrennt davon, ist eben, weil das mit dem Server-Meshing dann leichter wird, aber auch, weil die Simulation dann mehr Power hat. Mhm. Die Simulation muss sich nicht mehr drum kümmern, wo ist welcher, wo ist welches Ding gerade. Die Simulation kriegt nur gesagt, hier ist so ein Walplüschtier, ja, und da ist der Boden, oder irgendwo ist der Boden, es muss nicht mal wissen, wo der Boden ist, und einfach nur sagen, okay, wenn so ein Wal mit der Geschwindigkeit auf den Boden prallt, wie prallt er wieder ab? Und mehr muss ich mir Simulation nicht sagen. Der Simulation ist egal, wo das passiert, oder wem das passiert, oder wie oft das passiert, sondern die muss nur einmal sagen, oh, das ist das Ergebnis, und dann kann das Entity Streaming das wieder nehmen, und dann läuft's. Also das ist ganz cool, das ist schon, ich glaube auch, das wird die Server-Performance verbessern. Einfach. Ich habe Angst, dass Leute mit einem relativ schlechten Rechner an Stellen, wo Leute relativ durchdrehen, gar keine FPS mehr haben. Das kann passieren, denke ich. Und das wird auch ein großes Problem werden, vor allem jetzt halt auf dem PTU erstmal, weil sie halt, weil das wieder so ein Ding ist, wo sie, das wird aber auch so sein, wenn sie auf den neuen Renderer wechseln, weil sie halt dann erst, wenn die Leute direkten Kontakt damit haben, anfangen können zu optimieren. Die können es halt nicht auf alle Hardware vorbereiten von vornherein in irgendeiner Testumgebung. Geht gar nicht. Aber ja, das wird erstmal passieren. Es ist gut, dass sie dann dran arbeiten können, bevor das Spiel draußen ist, weil das noch ewig dauern wird, aber da muss es halt auch erstmal gemacht werden. Aber ich denke auch, dass das das kann in so Patches nebenbei passieren. So ein typischer 3.18.1 oder sowas kommt dann und dann ist halt irgendein neues Schiff drin und außerdem haben wir das und das optimiert oder so. Ich glaube, also dass das erstmal im PTU sehr, sehr lange sein wird und dementsprechend da 100 Patches oder so durchlaufen wird. Stimmt, da werden wir wieder doppelte Buchstaben haben. Aber das hatten sie schon gesagt, dass der 3.18er Patch länger auf dem PTU ist, oder? Ja. War das nicht der? Oder war das der 3.19er? Der ist 3.18. Ja. 3.18. Das ist das ebnet ja den Weg zum Server-Meshing, hat er ja selbst gesagt. Und das ist, glaube ich, das ist der krasseste Schritt, den sie bisher je gegangen sind. Zusätzlich zu den 180.000 anderen Sachen, die da noch gepatcht werden, das kann ordentlich in die Hose gehen. Ich glaube, das kann ordentlich in die Hose gehen. Aber wenn es läuft, dann geil. Und der hat jetzt eben auch schon geschrieben, so ein Hausmeister oder sowas, ich kann mir vorstellen, dass Leute tatsächlich Gefallen daran haben. Und wenn du dann, keine Ahnung, eine Tonne Müll weggebracht hast, dass das eine Stange Geld auch bringen kann. Außerhalb von dem, was du geschrieben hast, dass das eventuell sogar dann nur ein Job wird für Nicht nur. Das war eine Idee, die Spieler, glaube ich, hatten. Und ich weiß nicht mehr, ob das in auch einem... Ist halt schwierig, weil die sind im Clash. So. Weißt du? Du kannst ja trennen. Du kannst ja sagen, also wie in echt ja auch. Also es gibt ja in echt auch so wie Community Service. Also machst halt... Du hast keine Ahnung, wenn du jetzt hier im Rewe ein Überraschungsei klaust oder sowas, kommst du ja nicht direkt in den Knast. Dann kriegst du eine Geldstrafe oder der sagt, du machst so und so viele Stunden gemeinnützige Arbeit. Das ist im Prinzip das Gleiche dann. Du musst dann halt rumlaufen und das einsammeln, die prüfen es hinterher, hast du genug Müll eingesammelt, okay, und dann ist deine Strafe vergolten sozusagen. Wenn du dann
das nicht machst, gibt es eine härtere Strafe. Und was, wenn so, da kein Müll ist? Ja, dann muss, also die müssen sich natürlich schon eine Zone suchen. Dann muss der Server sogar Müll produzieren, das wäre nämlich nicht so gut. Ja, die NPCs machen das. Ich denke mal, sowas geht dann halt nur bei so Hotspots, wo das immer passiert oder so. Aber das ist halt dann auch wieder schwierig, ne? Dann kannst du einfach deinem Kollegen sagen, werf mal hier so viel Müll hin, wie geht, dann bin ich in 2 Minuten wieder weg. Ja, stimmt. Also genau, wenn es wirklich eine Game-Mechanik darum gibt, muss die irgendwie auch sinnvoll gemacht werden. Mhm. Außer du willst es wirklich nur für Rollenspielzwecke machen. Also nur für, ich tue halt so, als wäre ich Hausmeister und schmeiß halt alles weg, was ich hier finde, auch wenn normalerweise das irgendein Algorithmus irgendwann eh wegschmeißen würde. Mhm. Aber ich finde es cool. Also ich finde es zum Beispiel auch lustig für, wie ist das auf großen Schiffen? Kannst dir vorstellen, auf einer Idris gibt es tatsächlich wahrscheinlich dann einen Hausmeister, weil irgendjemand rumlaufen muss und den ganzen Schrott den Leuten da und überall hinschmeißen, aufräumen muss, weil ansonsten das Schiff zumüllt. Und wenn die in der Schlacht sind oder so und da fliegen die ganzen Dosen im Cockpit rum, also auf der Brücke, kriegt der Captain einen an sich. Deswegen muss das halt ordentlich bleiben. Ich stelle mir das bei einem Banu Merchantman-Piloten sehr streng vor, glaube ich. Ja, NPCs wird es wahrscheinlich geben oder halt einfach, ich meine, ganz ehrlich, bei Müll oder so würde es mich nicht stören, wenn das so wie bei den, so wie es ja auch mit den NPCs im Prinzip ist, wenn keiner in der Nähe ist, sind die auch unsichtbar sozusagen und machen dann weiter ihr Ding, dann wäre mir das auch okay, wenn sozusagen gerade niemand Sicht drauf hat auf den Müll, dann macht der halt Properness weg. Ist dann doofe Magic sozusagen, also genau das, was sie eigentlich nicht damit machen wollen, aber für das Müll wird nicht passieren. Ist das kein Problem. Das wird nicht passieren, der Müll steht da. Sonst hätten sie ja nicht diese da steht ein Becher und der Becher bleibt da stehen, bis du das nächste Mal da bist. So, dann, ja, weil ich glaube Becher, so. Das hatten sie vorher schon gesagt, dass sie die wollen so eine Schwelle dafür einführen im Prinzip. Also wenn irgendwas wenn sie merken, okay, jetzt ist es so viel, dass es die Performance einschränkt. Ja, wenn da zu viel Stuff irgendwo an der Stelle rumfliegt oder wenn generell zu viel da ist, klar. Wenn in einem Cluster zu viel ist, muss was gemacht werden. Aber ich glaube, die machen das dann tatsächlich auch durch einen Hausmeisterdienst, den sie als NPCs dann. Also das wäre am schönsten. Ja. Ich meine, ernst mal. Also später im fertigen Spiel, klar, dann sollte es ein Hausmeister machen. Es sollte später, weil wie gesagt, das ist ja dieser Sinn der Sache, es sollte später nicht mehr einfach Schnips weg sein. Aber ich finde es halt nicht so eine hohe Prio, sagen wir so, dass wir jetzt einen Hausmeister-KI entwerfen müssen, sofort nachdem die Persistent Entity Streaming draußen ist, damit der dann den Müll auch wegräumt. Jetzt im Moment wäre es mir egal, wenn er einfach verschwindet, wenn gerade keiner hinguckt, Das ist eine elegante Lösung für jetzt. Ja. Später wäre es sehr cool auf alle Fälle. Sowas gibt es ja auch. Also es gibt definitiv schon sehr viel Arbeit für Putzen und so, für Squadron 42. Weil auf dem Schiff laufen Hausmeister rum in Squadron 42, NPC-Hausmeister. Wie du eben schon gesagt hast, auf einer Idris, wenn da keiner aufräumt, dann sieht das halt nach einem Tag, 2 Tagen aus wie Rotz. Und wenn dann doof gesagt, der Gravitationsgenerator ausfällt, fliegt halt der ganze Müll überall rum. Also dann kann er da drin rumschwimmen wie Homer Simpson. Das ist dann nicht mehr so schön. So ein Ding, also was Mabu gerade sagt, ist ja auch noch im Endgame, also jetzt nicht im Spieler-Endgame, sondern wenn das Projekt gegen Ende geht oder halt wenn es Release ist und soweit Feature-Ready ist, sagen wir so, kannst du nicht mit billig Loot alles zumüllen an einer Stelle, weil alles Loot schon existiert vorher. Das ist das, was er gerade eben auch gesagt hat. Dem Persistent Entity Streaming ist es egal, wie viele Spieler da sind und was sie irgendwo machen. Die Sachen gibt es eh alle schon. Der muss immer gleich viele Entitäten. Der billig Loot ist halt irgendwo verteilt und irgendjemand könnte halt rumfliegen und das sammeln und dahin. Aber es wird nichts aus Luft generiert. Ja, dem ist alle egal, ob es in deiner Tasche steckt oder ob es auf dem Boden steht. Ist das ihm? Genau. In dem Fall. Es ist halt, egal. Du müsstest halt das, wie gesagt, ja genau. Es ist halt, wie gesagt, es ist nicht wie in anderen Spielen, dass aus dem Nichts ein NPC gespawnt wird. Alle NPCs, die in dem Spiel sind, gibt es für immer oder sie sterben halt, aber es gibt halt also es gibt die Spawn-Closets jetzt, aber auch das sind NPCs, die sozusagen in der Datenbank schon vorhanden sind mit ihrem Equipment und das haben die schon bei sich. Die existieren schon. Genau. Ja klar, das manche, es werden auch Sachen produziert, wird ja auch Mining und sowas geben und die Ressourcen entstehen dafür, aber es entstehen halt nicht, also so Loot ist nicht, es ist nicht so ein kurzer Weg wie bei anderen Spielen, wo ein Gegner aus dem Nichts spawnt und du killst ihn und da drin ist zufälliges Loot, das aus dem Nichts entstanden ist sozusagen und dann hast du das und kannst es irgendwo hinlegen, sondern da ist ein größerer Prozess dran, das ist nicht so einfach. Ich bin auch der Meinung, in einem alten Inside Star Citizen hatten sie mal gesagt, dass sie noch eine Lösung suchen für Leute, die einfach Müll irgendwo hinwerfen, ob der Crime Stat kriegt oder sonst irgendwas.
Genau. Kannst ja machen. Das ist ja im Prinzip auch in der Realität schon abgebildet in Singapur oder so. Wenn du da eine abgebrannte Kippe auf die Straße schmeißt, hast du direkt 200 Euro Strafe. Ja. Ja. Wenn du Pech hast, musst du direkt in den Knast. Genau. Also das. Also das macht auch Sinn. Also dass du, wenn du einmal was irgendwie hinwirfst, das ist okay so, aber wenn du 2-3 Sachen direkt hintereinander wegwirfst. Deswegen gibt es ja die Mülleimer. Die Mülleimer sollen ja tatsächlich, du wirfst es rein und es ist weg. Also es wird gelöscht aus der Datenbank. Und dafür sind ja dann die Mülleimer da. Dass so eben genau bei Essen und Trinken, dass das halt auch verschwinden kann. Oder bei, ich sag mal, wenn du ein Raumschiff, das ist ja auch wieder doof gesagt, eine Reclaimer und eine Vulture ist ja eigentlich nichts anderes, als das Ganze dann in groß gesponnen. Irgendwo fliegt ein Schiff, ein Wrack von einem Schiff rum, das ist kaputt. Ja, die kommen an und saugen das gesamte Ding. Ein bisschen was wird wahrscheinlich immer daneben gehen und das wird dann auch irgendwann despawnen. Aber die saugen das ein und machen handliche Pakete draus, die man wieder verkaufen kann, die dann wieder aus der Datenbank verschwinden. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Kreislauf, der sich da bilden kann. Mit ich produziere Müll, aber ich entferne diesen Müll auch wieder. Ich denke, das ist schon. Die werden sich da schon Gedanken drum gemacht haben, sonst würden sie das so ein Feature, was bisher für alle anderen Entwickler völlig unnötig war, würden sie sonst nicht so lange schon aufbauen. Das wäre Käse. Also, auf alle Fälle wird das jetzt aber auch erstmal, das muss man auch noch sagen, weil ich jetzt gerade eben schon vorgegriffen habe für in der Zukunft und dann alle NPCs gibt es schon und so, ist jetzt ja im Moment auch noch alles zielgerichtet erstmal auf den ersten Schritt, wie gesagt, auf das statische Server-Meshing. Das heißt, es ist alles noch in den Kinderschuhen. Wird so nicht starten. Wenn es jetzt losgeht, ist es aber schon mal auf alle Fälle cool, dass wir halt sowas machen können wie einen Schatz vergraben oder so und jemanden muss ihn suchen. Das ist eine Sache, die jetzt absolut schon funktionieren kann. Ja, nimmst irgendein cooles Sniper-Rifle, das du gefunden hast, fliegst zu irgendeinem bestimmten Baum auf Hursten, solange du dir das merken kannst, wo der ist, bleibt das auch da. Ne? Also gut, wirklich vergraben kannst du es noch nicht, weil du noch nicht graben kannst, aber du könntest es in die Höhle legen oder so, die du findest. Das ist halt das, was im Endeffekt genau sowas geht halt. Das ist cool. Finde ich. Denke auch, ja. Mit dem Cargo Refactor zusammen vor allem, weil halt alles dann physikalisiert ist auch und dann. Richtig. Das macht auch nur Sinn in dieser Kombination. Ja. Vielleicht hätte man das eine vorgreifen können zu dem anderen, aber ich glaube, das macht nur in dieser Kombination Sinn. Ich denke auch, dass sie deswegen zusammen rauskommen, weil du jetzt halt, keine Ahnung, wenn du jetzt halt eine vollbeladene Cutlass über Hursten abschießt und sie stößt ab, dann fliegen alle Kisten irgendwo hin, landen irgendwo, rollen irgendwo über den Planeten und du kannst sie alle aufspüren und finden oder du kannst auch dich morgen erst einloggen und sie dann aufspüren und finden, weil sie werden dann auch noch da sein. Außer jemand anderes hat sie schon eingesammelt, weil er gesehen hat, ungefähr was kaputt gegangen. Ja. Das ist halt ziemlich cool so, finde ich, weil du halt. Sehr, sehr cool. Ich denke mal, es wird auch Müllquests geben, so von wegen, ey, da ist was geplatzt, guck doch mal, so. Dass das so ein bisschen auch miteinander dann arbeitet. Das kann ja dann auch wieder Quanta sein. Das, was kann da auch wieder mit reinkommt. Ja. So, ey, da sind drei Schiffe geplatzt. Geh hin. Mit deiner Reclaimer. Mach mal dein Ding. Räum mal auf. Yep. Und dann eben, was auch die NPCs dann später noch alles können, wird lustig. Richtig. Die dann ja auch noch damit machen mit Quanta und so. Richtig. Dass, wenn du die abschießt, dass du auf einmal NPC-Schiffe siehst, die sich da sammeln und sagen, oh, hier gibt's Loot. Da kommen halt mehr Piraten dahin oder so. Das ist halt das Geile, genau. Das ist halt das Geile. Ja. Du schießt was ab. Erste juckt erstmal keinen, dann beim zweiten wird es schon interessant. Dann kommt schon jemand anderes und guckt, kann ich das vielleicht abstauben? Und dann wird es halt als mehr und vielleicht wird irgendwann eine Schlacht raus. Also, das ist schon irgendwie geil. Also, die Müllschlacht 2956 oder so. Ja. Und es wird natürlich auch wieder so ein paar Kuriositäten einfach geben. Also, vorher waren die halt von Developern gemacht, sowas wie das Benny Hench oder so, wo du so ein Stonehenge aus diesen Nudelautomaten hattest. Aber, und das machen jetzt halt Spieler selbst dann, wie das mit dem Krater voller Plüschtiere oder so. Das wird wahrscheinlich existieren. Direkt am ersten Tag. Da kannst du aber deinen Hintern ganz, ganz doll drauf lassen. Am allerersten Tag wird eine Orga kommen und sagen, wo füllen wir auf? So wie Snake Pit, aufgefüllt. Ja, so wie die Entwickler drauf sind, wird es wahrscheinlich dann auch direkt in die Lore übernommen. Ja. Dann gibt es da den Whale-Plushy-Krater auf Io oder sowas. Ich glaube, wenn man das gut macht, dann kann man aus einem kleinen Pinguin oder aus 100 kleinen Pinguinen einen großen Pinguin irgendwo hinstellen. So als Statue, weißt du? Oh Gott.
Ich freue mich drauf. Also, Jenga. Ja, richtig, genau. So ein bisschen Blödsinn, dann kommt irgendeiner an und fliegt einfach rein. Ich wollte gerade sagen, das Lustigste daran ist ja dann, dass du dich morgen einloggst, kommst wirklich hin und alles ist einfach kaputt alles und du denkst, wer war das? Ja, du weißt, wer das war, weil da liegt dann irgendeine Cutlist drin noch. So, ja. Das ist mega gut, freue ich mich. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Für die, die es noch nicht gemacht haben, auf der Robert Spatz Industries-Seite gibt es den Ship-Showdown gerade. Votet für euer Lieblingsschiff. Votet nicht für irgendwelche Kackschiffe, danke. Sondern für gute Schiffe, die vielleicht noch nicht 3000 Skins haben. Das wäre vielleicht mal ganz geil. Ja? In privater Sache, votet für die Terrapin. Ich habe zwar keine, aber ich will, dass sie ein neues Skin bekommt, weil es verdient hat. Ich hätte gerne einen 890-Skin gehabt, komplett schwarz. Hätte ich geil gefunden. Aber man kann ja alles haben. Votet für die ach nee, ist nicht drin. Ja. Tobi, sind wir durch für heute, oder was? Sind wir schon wieder durch. Ich freue mich auf die nächsten 4 Wochen, wo dann direkt noch mehr Content zu, also direkter Content zu 3.18 kommt. Tobi, hast du dir jetzt schon freigenommen für die CitizenCon, weil da müssen wir einfach 24-7 hier sitzen und 24-7 Dinge machen. Das wird eine ganz schlimme Zeit, weil letztes Jahr haben wir das nicht hochgeladen. Dieses Jahr wird alles hochgeladen, weil das sind Reactions. Da laden wir dann 3-4 Leute ein, mit denen reden wir. Oh, stimmt. Letztes Jahr haben wir nur gestreamt, gell? Ja, letztes Jahr haben wir das nämlich nur gestreamt. Dieses Jahr kommt das auch up to the YouTube. Da wird richtig reingeballert. Das kommt aber sowas von. Da sitzen hier 46 Leute im Kreis. Ja, so ein Ding wird das. Mhm. Ja. Wer mitmachen will, besorgt euch eine Kamera und ein gutes Mikro. Ja, oder mindestens mal ein gutes Mikro. Zumindest mal eine gute Kamera, genau. Weil Mikro ist egal. Ich kann euch auch rauspiepen. Die ganze Zeit ich hier so. Warte mal, das ist schon in 3 Wochen. Ja! In 4 quasi. Das ist genau der Übergang. Genau der Übergang ist 3.18, kommt dann raus danach. Oder davor oder mittendrin oder wer weiß das schon. Ich bin so begeistert und aufgeregt. Weil dann werde ich auch wieder Spaß am Spiel haben. Samstag in 3 Wochen. Genau. Ja, also Samstag habe ich sowieso frei, aber dann muss ich mir nochmal notieren, dass ich an dem Abend blockiert bin. Blockiert. Falls irgendjemand was von mir will. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Cool. Wobei, es ist nicht abends. Ich muss wieder gucken. Wann doch, das, ja, du kriegst das schon hin. Das ist doch wieder von der Zeit her blöd, weil das ist doch in Los Angeles. Und das ist Los Angeles. Los Angeles. Ja, dann ist es halt ein bisschen später abends bei uns. Aber das läuft ja immer zu einer pünktlichen Uhrzeit und nicht so wie Inside Star Citizen. Ja, diese Woche bringen wir es um 20 Uhr, nächste Woche bringen wir es um 25 Uhr. Das stimmt. Ja, nicht. 25 Uhr. Immerhin ist das gar keine Zeit. Feste Zeit, aber dafür halt lange. Genau. Ja. Gut. Alles klar. Cool. Ich sag Tschüsschen, bis nächste Woche. Vielen, vielen Dank, Tobi. Bitte, bitte. Und abonnieren, kommentieren, Zeug, YouTube. Oder rein. Ciao.